Hallo miteinander, hier ist wieder Janik vom 20, von der Fachschule Kinder- und Jugendanimation 20 in Frauen. Und ich gebe heute wieder etwas weiter zum Breaker die Hype. Ich sage euch keinen Schritt, nein, ich zeige euch Aufwärmübungen. Wieso? Ich habe es in den letzten Videos immer mal wieder gesagt. Aufwärmen ist wichtig, dass man uns nicht verletzen, dass man beweglicher werden. Und dass man auch unsere Gelenke so schaut, dass man möglichst lange tanzen kann. Wir fangen gerade an. Ich zeige euch verschiedene Übungen, die ihr immer machen könnt und die ihr auch je nach Übung, die ihr macht, länger oder kürzer machen könnt. Wenn wir hier unten sind, und ich bin ein Fan davon, dass man dann Ideen, aber ganz kurz und mehr aktiv. Heißt, wenn wir hier sind, beide Strecken. Dann nehmen wir beide Strecken, dass wir hier ein bisschen auflockern. Wir können da rein, gegen die Führer, nicht zu fest. Das Gleiche ist dann auch bei auseinander. Hier auch, wieder ein bisschen bewegen. Die Führer drücken. Ich zeige jetzt Sachen ganz schnell und dann Sachen jeden Übung je 10 bis 15 Sekunden machen. Ich zeige es jetzt aber kürzer, damit ich auch möglichst viele Übungen zeigen kann, ohne dass es gerade eine Stunde geht. Wenn die, die mich groß kennen, dann der Schmetterling, hebt davon und schaut, dass er im Rücken gerade ist und dann könnt ihr eure Beine von Arm bewegen. Genau. Für Beine ist auch noch gut, wenn ihr auf dem Rücken liegt, das Bein aufnehmen, das Knie heben und zu euch ziehen. Mit dem anderen genau das Gleiche. So. Dann ganz wichtig sind die Handgelenke. Ich tue gerne, wenn ihr es hier am Boden habt, dass ihr die gegenlehnt. Der Arm ist immer gestreckt und ich lehne hier quasi dagegen. Und dann kann ich gegen Führer machen. Dann kann ich gegen Seite machen. Und das ist zum Beispiel unsere Freeze-Position. Dann kann ich gegen hinten machen. Und ziehen. Dann, wenn wir aufstehen, haben wir hier bei dran und hier ein bisschen hängen lassen. So, langsam hochkommen. Für die Knöchel ist es immer gut, wenn wir die Übung machen, können wir ein bisschen kreisen. Im anderen Fuß genau das Gleiche. Oder wir nehmen den Fuß in die Luft und dann kreisen und gleichzeitig den Fuß so machen. Kreisen mit den Beinen und gleichzeitig den Fuß so. Im anderen Auge das Gleiche, den Fuß aufnehmen und so. Und dann kann ich immer den Fuß und das Bein bewegen. Die nächste Übung, meine Lieblingsübung, die wir im Kurs kennen, mit der Hüfte gehen wir führen, Seite, hintere Seite und dann danach ein bisschen schneller. Das ist auch wichtig für Schritte am Boden, für alle möglichen Schritte. Macht auch beide Seiten. Handgelenk. Könnt ihr drüllen. So. Ihr könnt auch die Hand zusammennehmen. Und so drüllen. Auf die andere Seite oder die Hand wechseln. Schultern, schön drüber, da auf die andere Seite, den Kopf, den Nacken, schön drüber, andere Seite. Und dann. So. Das war es mit meinen Aufwärmübungen. Es gibt natürlich noch ganz, ganz viel mehr.
Wenn ihr nicht kennt, dann doch die auch machen. Wie gesagt, er hat eben ganz kurz zeigen, macht es aber ein bisschen länger. 10 bis 15 Sekunden meistens pro Übung. Dann sind ihr sicher ready. Schaut, dass ihr nicht verletzt. Schaut, dass ihr gesund bleibt. Und ich wünsche euch ganz viel Spass mit dem Breakdance für euch zu Hause. Ciao zusammen.